Leute, Leute und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Planet Coaster zu einer weiteren Park-Review. Heute der Luna Park, wie ihr vielleicht schon sehen könnt. Und mit Luna gibt es so einiges, seitdem es das Vintage-Update gibt. Woran das wohl liegt, keine Ahnung. Es gibt ja auch zwei reale Luna Parks, einmal in Sydney, soweit ich weiß, und einmal in New York. War ich in New York nicht mehr sicher, aber ich glaube, den gibt es nicht mehr unter dem Namen. Aber wie dem auch sei, ist auch nicht so schlimm. Wir hatten die Luna Kirmes auch schon vorgestellt hier, vor einigen Wochen, glaube ich, mittlerweile, oder vor 2, 3 Wochen. Ich weiß nicht mehr, aber egal. Wir wollen uns jetzt um diesen Luna Park kümmern. Und der ist nicht real nachgebaut, glaube ich. Da hinten haben wir sogar so ein bisschen Attraktion, hier Zirkus. Man sieht, das Ganze ist ein bisschen... Oh, doch futuristisch, das Auto fliegt. Das Ganze ist ein bisschen oldschool natürlich gehalten, alles Vintage-Paket hier, komplett reingeknallt, glaube ich. Echt cool. Ein bisschen Dreck, so wie es aussieht, oder ein bisschen Texturfehler, wie auch immer, keine Ahnung. Wir gehen einfach mal rein und... Boah, der Eingangsbereich sieht schon Bombe aus, ey. Mit den Palmen hier, das ist schon sehr geil. Und über diese Lichter jetzt schon, ey. Ich freue mich schon, wenn wir das auf Nacht stellen. Natürlich das Kinderkarussell hier am Anfang. Das ist einfach so Kult, wenn das am Anfang steht. Das finde ich so geil. Ich feiere das. Das ist richtig toll. Dann haben wir hier ein, ich glaube, Insanity war es nicht. Ah, wie hieß das Ding? Vergessen, ich will jetzt auch nicht draufklicken, ist ja egal. Auf jeden Fall ein Ding, bei dem einem sehr schlecht wird. Boah, kann ich gar nicht lang genug zugucken. Genauso wie das Ding. Boah, hier sind gleich 3 Fahrgeschäfte, die einem, boah, die mir zumindest Schweiß auf die Stirn bringen. Gut, können natürlich auch im Wetter liegen gerade. Ist immer noch warm in Deutschland, Mensch. Aber das ist doch gar nicht mal so schlimm. Aber hier ist so ein Moonroller-ähnliches Ding. Boah. Und hier natürlich schön über... Kopf, ja, auf jeden Fall sehr oldschool gehalten, das sieht man hier, so wie das abgenutzt ist und alles und oh, schön, auf jeden Fall sehr schön mit dem Clowns-Gesicht, dann damals viel mit Spaß in Verbindung gebracht, heute wohl eher mit Grusel. Konfettikanonen beim Arcade, so muss das sein, natürlich. Ein Ghost Train haben wir hier auch, ein Dark Ride natürlich und ich bin froh, dass ich mittlerweile alle DLCs habe, es ist so geil. Komm, gucken wir mal hier ein bisschen rum. Hier fährt gerade... Doch, da fährt gerade einer. Perfekt. Ist das nicht schön? Hallo. Wie geht's euch denn so? Mal rein in die... Können wir das machen? Nee, können wir wahrscheinlich nicht, weil ich das hat ja ausgestellt habe. Naja, gut. Geht's weiter. Oh, so ein bisschen... Oh, das... Ich weiß nicht, das finde ich so... Das finde ich schon mega gruselig irgendwie. Lol. Okay, ja. Klein, kein Problem. Alles gut. Mir geht's gut. Und dir? Ja, schon sehr cool. Also, das müsst ihr auf jeden Fall selber fahren. Das ist, sieht schon echt cool gemacht aus, muss ich sagen. Hier brennen die Elefanten natürlich, warum nicht? Oh, fuck, Mann. Alter. Wow. Er hat mich ein bisschen erschrocken, der Typ. Was bist du denn? Ein Schwein, Ameisen, Bär, Elefant. Irgendwie sowas. Da könnt ihr selber mitfahren, gerne und euch erschrecken lassen. Und der Ausgang wäre dann hier. Ja, hier. Mitarbeiter natürlich alle am Start hier. Schöne Uniform habt ihr auf jeden Fall an. Und hier sehen wir schon die wilde Maus. Da werden wir natürlich auf jeden Fall mitfahren mit so einer Oldschool Wild Maus. Hier haben wir das Entrance Casher. Alles am Start. Überspringen die Wartereihe einfach mal, die Warteschlange. Und müssen warten, bis der nächste Zug hier ankommt. Also springen wir mal rein und warten. So, ja, drin sind wir. Warten mal auf den guten Matthias, dass der uns hier mal loslässt. Ne? Matze, wie sieht's aus? Gibst du uns die Strecke frei oder müssen wir noch ein bisschen warten? Noch ein bisschen warten? Oh, okay, alles klar. Jetzt geht's los. Dankeschön, Matze. Wild Maus im Retro-Style quasi. Also eine alte wilde Maus. Sieht auf jeden Fall wunderbar aus. Er hat was, auf jeden Fall. Und da den Zirkus nochmal von oben. Und die Stadt natürlich auch. Oh, man hört richtig die Räder schleifen, wenn der Zug nach außen gedrückt wird, der Waggon. Mega cool.
Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne wilde Maus. Die würde ich auch gerne mal fahren. Ui, ja. Haha, schön. Boah. Alter. Jetzt ganz schön in sich, du. Boah, krass, Mann. Aber richtig gut. So muss eine wilde Maus sein, du. Richtig geil. Dann schön abbremsen hier und in die Station zurück. So sieht's aus. Wild Maus. Abgehakt. Coole Sache. Also richtig cooles Teil hier. Die Wild Maus. Die gefällt mir sehr gut. Muss ich schon sagen, die gefällt mir echt sehr gut. Und was darf bei Retro nicht fehlen? Natürlich eine Raupe, klar. Natürlich hier mit Verdeck, also Musikexpress mit Verdeck. Ich glaube, Raupe werden die auch genannt. Ansonsten fällt mir der Name dafür jetzt gerade nicht ein. Wurm klingt doof, deswegen Raupe. Was haben wir hier? Das ist der Heißluftballon, tatsächlich. Wollte gerade sagen, irgendwie habe ich doch einen Heißluftballon gesehen. Ja, cool. Aber dann können wir hier gerade mal rüberlaufen, sagen, der nicht unten ist. Und hier rüber mit diesen Luftfiguren. Das finde ich auch so cool, dieser Adler. Richtig geil. Das passt einfach so unglaublich gut zu diesem... Oh, oh. Zu diesem Geschäft hier. Hammer. Diese Flieger, richtig cool. Und die sehen so aus wie... kennt ihr Captain Baloo noch? Die Flugzeuge sehen original so aus. Nur halt in kleiner, aber... Richtig geil. Boah. Feier ich. So, hier ist die Warteschlange dafür, würde ich sagen. Hier haben wir Scenic Railway. Das müsste die große Achterbahn sein. Da ist der Eingang. Hier ist der Wartebereich. Und da steht gerade schon ein Zug. Das ist doch perfekt. Wenn wir Glück haben, können wir da gleich direkt reinspringen. Oh, und wir haben Glück. Natürlich. Perfekt. Ja, geil, oh. Gucken wir mal. Die Achterbahn, die um den ganzen Park geht. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, was war zuerst da? Der Park oder die Achterbahn? Man sieht hier auch die Maßung des Holzes noch. Und das ist richtig cool gemacht. Und diese Abnutzungsspuren am Zug selber, also dieses DLC ist so gelungen, das ist einfach so gut geworden, das freut mich richtig. Und ich bereue den Kauf auf keinen Fall. Feuerwehr am Start, die Stadt können wir uns auch gleich mal angucken. Feuerwehrauto, das hat mich gerade so sehr... Also diese Fire Station, das hat mich sehr an Ghostbusters gerade erinnert. Wenn ich mich jetzt nicht irre, müssten wir jetzt noch eine Runde fahren, ne? Also quasi noch eine Runde. Im Infield jetzt. Da wird's gekreuzt. Hier einmal und da nochmal. Ja, richtig cool, ey. Das gefällt mir sehr, der Park. Hier an der Extreme. Oder am Extreme-Bereich quasi nochmal vorbei. Dann direkt vorbei an der wilden Maus. Oh, ist das cool. Das ist echt mega gut gemacht. Hier war die Raupe nochmal von hinten. Das Captain Baloo Karussell, die Flieger. Und dann war es das leider auch schon. Dann geht's zurück in die Station. War gar kein Problem. Scenic Railway. Schöne Achterbahn auf jeden Fall. Schön lang. Hat was. So, dann wollen wir mal raus hier. Und hier haben wir natürlich hier wieder unseren Guru stehen. Klar, der darf nicht fehlen in so einem schönen Tent. Wie heißt denn das auf Deutsch? Zelt. Wahrsagerzelt. Kaugummiautomat. Klar, Popcornmaschine darf nicht fehlen. Unser Knautschball, unser Antiaggressionsball ist natürlich auch am Start. What a jolly day. Ja, gut, für die jetzt nicht so. Hier ist irgendwie nichts los. Schade.
Ah, guck mal. Wieder diese schöne Drehscheibe. Wo leider keiner drin ist gerade. Wo auch keiner mitfahren möchte. So wie es ausschaut. Schade. Dann halt nicht. Ist nicht so wild. Popcornmaschine haben wir auch am Start. Beziehungsweise Popcorn-Verkäuferin. Mit ihrer Brille, mit schöner Nerd-Brille hier. Die eigentlich Augen dahinter. Ja, hat sie. Geil. Cool. Okay. Ach, hier haben wir auch noch was. Yo. Wie hieß das nochmal? Ah, ich komme nicht auf den Namen. Ach, verdammt. Die haben einen bestimmten Namen. Keine Ahnung, ist in den USA auf jeden Fall echt verbreitet, das Ding noch. In Deutschland findest du sowas kaum noch. Das ist echt Nostalgie und deswegen auch hier perfekt eingebunden. Gut, das ist überall eigentlich Nostalgie, aber gibt es halt in manchen Ländern noch häufiger. Hier haben wir noch eine Band, die spielt. Columbia's Gayest Quartet. Geil, Albert Fink. Okay, auch nicht schlecht. Ja, cool. Die singen ja wirklich. Man hört bloß nicht viel. Kann man den hier holen? Was hast du denn? Du bist für irgendwas die Warteschlange, so wie es aussieht. Ah, für was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall echt gut gemacht alles. Auch hier die Orgel. Sehr cool. Sehr, sehr schön alles hier. So, wir wollen uns den Zirkus jetzt natürlich nochmal angucken. See you soon, ja, auf jeden Fall. Werfen wir jetzt auch nochmal einen Blick schnell hin. Dann mal in hier. Schönes, wenn es sowas schon mal gibt. Ja, die Türen öffnen sich natürlich perfekt. Zerbla Adelierte. Oder so. Ja, schön. Du hast gerade Pause, ne? Klar, du hockst ja nur so rum. Schön mit deiner Strumpfhose hier. Bisschen wie Flash, aber okay. Im Zelt ist, glaube ich, nichts drin. Nein. Was haben wir denn hier? Zolkan. Ja, auf jeden Fall. Snakes. Crocodile. Ah, cool. Hippopotamus. Alter, richtig cool. Ach, wie cool. Was ist denn das? Aha, der Affe. Nice. Wow. Alter. Okay. Lassen wir das mal. The Amazing Traveling Circus. Ist hier auch was drin? Schade. Hätte ja sein können. Aber richtig gut gemacht, muss man sagen. Echt cool. Dann gucken wir mal in die Stadt noch so ein bisschen. Wir haben so ein paar Häuser, ne, Autos. Das meinte ich eben. Das fand ich cool. Und deswegen wollte ich hier nochmal hin. Das erinnert mich voll an Ghostbusters hier. Irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ist aber halt so, ne? General Store haben wir. Vault-Tec. Vault-Tec? Vault-Tec, lol! Alter, voll Fallout. Abaxo, keine Ahnung. Aber Vault-Tec, hallo? Cool. Da hinten ist auch noch ein Gebäude. Da steht auch irgendwas drauf. Nimm, 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 nimm. Airport, Ghost Village. Airport. Ach, wie geil. Ne. Nicht dein Ernst jetzt, oder? Ach, wie cool. Alter, das ist ja richtig nice. Oh, das ist ja cool gemacht. Hammer. Auf die Idee mal zu kommen hier, ne? Hier ist echt alles aus dem Vintage-Paket rausgenommen worden und irgendwie platziert worden. Ey, cool. Echt cool. Aber dann können wir das Ganze jetzt mal gucken, wie das bei Nacht aussieht. Leute, das muss doch mal sein hier. Komm, dann stellen wir mal auf. Ja, 22 Uhr. Zack. Wow. Sogar mit Lichtern haben die Lichter haben die Flugzeuge da dran. Ey, das ist richtig cool. Wow. Wow. Also echt, die Landebahn beleuchtet natürlich. Wow. Cool gemacht. Also richtig cool. Aber das, was, weswegen wir hier sind, ist natürlich der Park. Und der schaut echt schon sehr gut aus. Und natürlich auch hier der Zirkus. Gehört natürlich auch noch ein bisschen dazu. Und die Beleuchtung der Straße auch sehr cool. Oh, und der Eingang, Alter. Wow. Ich feiere diesen Luna Park, ey. Das ist richtig cool. Der gefällt mir echt gut. Dieser Eingang hier schon, ne? Und hier, Alter, das Wild Mouse da hinten. Und Arcade und. Und. Einfach die Beleuchtung, die ist echt gut gemacht. Hier, Scenic Railway. Da hinten nochmal ein bisschen Lichter. Alter. Fehlt jetzt nur noch, dass irgendwie, weiß ich nicht. Bei dem Arcade zum Beispiel, dass das A zum Beispiel, das zweite A irgendwie am Blinken ist oder so. So von wegen so schwacher Strom, so wie es bei diesen Neonzeichen immer im Film ist und so, wisst ihr? Alter, richtig cool.
Also der Park gefällt mir sehr gut. Wenn euch auch gefällt, dann könnt ihr das Ganze natürlich downloaden. Link dazu unten in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann könnt ihr auf den Daumen nach oben drücken. Der ist auch unter dem Video zu finden. Und was auch noch darunter zu finden ist, ist der Abo-Button. Da könnt ihr auch gerne draufklicken, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Planet Coaster, der wird in Zukunft natürlich wieder ein bisschen mehr kommen. Und mir bleibt jetzt nichts anderes mehr übrig, als euch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Um mich zu verabschieden. Also, macht's gut, bis dann, euer Teddy Garn und ciao.